Inka, was haben Sie vor? Kleine Hafenerkundung. Toi, toi, toi. Ja, übrigens, ich habe schon eine Idee fürs nächste Jahr. Sahara-Durchquerung. Ja. Ja, meine Freundin ist bestimmt dabei, wie immer. Danke, ich melde mich, wenn ich wieder da bin, ja? Tschüss. Entschuldigung, ich habe Sie einfach zu spät gesehen. Ging mir auch so. Man rechnet im Hafen ja nicht mit Inlineskatern. Na ja, aber ehrlich gesagt, Rollstuhlfahrer sind hier auch nicht so oft unterwegs. Ja, dann sind wir ja quitt. Ich bin übrigens Roland. Leicht zu merken, Roland, der Rollifahrer. Inka, die Inlineskaterin. Ciao. Ciao. Schatz, alles in Ordnung mit der Ausrüstung? Ich glaub schon. Dann können wir einchecken. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. So, jetzt bin ich für Sie da. Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Beatrice, die Chefhostess. Freut mich sehr. Thomas Altmann, das ist meine Mutter Irmgard, die übrigens während unserer Reise einen besonderen Geburtstag feiert. Ich glaube nicht, dass Beatrice das interessiert. Wieso nicht? Vielleicht kann sie deine Geburtstagsfeier vorbereiten. Ja, warum nicht? Wann ist es denn soweit? Noch ein paar Tage Zeit und bitte so wenig Trara wie möglich. Hast du schon gesehen übrigens, das ist Broadleaf-Mahagoni hier unten? Ja. Unsere Reederei legt größten Wert auf Qualität und Verarbeitung. Ja, das sieht man. Das hört man auch. Sie verstehen was von Holz? Ein bisschen. Er untertreibt. Wir haben ein Sägewerk im Schwarzwald. Und mein Sohn führt den Betrieb in der 5. Generation. Er ist gelernter Zimmermann. Ich glaube nicht, dass Beatrice das interessiert. Oh, man weiß nie. Wenn die Zeiten mal schlecht werden, können Sie hier anheuern. Ein Schiffszimmermann wird immer gebraucht. Schöne Reise. Vielen Dank. Raten Sie mal, wen ich im Schlepptau habe. Keine Ahnung. Ja, wenn das keine Fata Morgana ist, würde ich sagen, das ist meine Schwester Ellen. Jetzt, nachdem ich die Praxis verkauft und mich endlich zur Ruhe gesetzt habe, wollte ich doch mal sehen, wie dir deine Kapitänsmütze steht. Warum hast du nichts gesagt? Wäre es doch keine Überraschung mehr gewesen. Dass du dich mal auf meine Planken traust. Zumal du von hier der Meinung bist, mein Job besteht nur daraus, ein paar bunte Knöpfe zu drücken. So, wenn ich geahnt hätte, wie lange du mir diese Bemerkung nachträgst, hätte ich sie damals bei unserem Weihnachtsessen zusammen mit der Ente runtergeschluckt. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ach, Captain, ich wollte noch... Hast du schon unseren Schiffsarzt kennengelernt? Nein. Dr. Schröder, das ist meine Schwester Ellen Barner. Ehemalige Kollegin von Ihnen. Es freut mich. Freut mich auch. Ich will jetzt nicht länger stören. Also bis nachher. Ach, ich freue mich auf Neuengland und den unvergleichlichen Indian Summer. Dieses Farbspektakel und dann ein House of Martha's Vineyard. Das wär's. Tja, die Insel ist nicht schlecht, da könnte ich auch leben. Man müsste sich mal umsehen. Umsehen? Ja, sehen Sie sich nur um, aber zu kaufen gibt es da bestimmt nichts. Seit Generationen alles im Familienbesitz und unbezahlbar. Dort haben die Clintons und Kennedys ihre Sommerhäuser. Heißt es nicht auch die Insel der Reichen und Schönen? Na, dann bin ich doch genau richtig. Seit wann sind Sie reich, Beatrice? Noch nicht, Doc. Aber da soll's ja Gentlemen geben, die nicht nur reich sind, sondern auch wissen, wie man mit einer Dame spricht. Muss diese Frau denn immer das letzte Wort haben? Aber lieber Doc, daran müssten Sie sich doch im Laufe der Jahre gewöhnt haben. Ja. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Die Kabine ist rollstuhlgerecht ausgestattet und mit den Lifts kommen Sie auf die anderen Decks. Sehr gut. Die einzige Schwierigkeit könnten die Schwellen an den Türen zu den Außendecks machen. Die sind ziemlich hoch. Das sind doch keine Hindernisse für Roland. Jakob! Hallo, Roland. Ich soll dich von meinem Vater grüßen. Roland ist der Sohn meines ältesten Freundes. Den konnte schon das kleine Junge nichts aufhalten. Hallo, Caro. Hallo. Freut mich, Kapitän Paulsen. Schön, dich wiederzusehen.
Roland will mit einem Kajak rund um Mount Desert Island fahren. Das ist die zweitgrößte Insel vor der Ostküste der Vereinigten Staaten. Wollt ihr uns nicht Gesellschaft leisten? Dann kommt ihr mit in den Bildmann, den Caro mit ihren Fotos macht. Nein, ich bleib lieber hier und schau mir später das Buch an. Der Captain hat mir übrigens ihren Bildband von der Expedition zum Nordkap gezeigt. Das ist wirklich beeindruckend. Oh, danke. Mit dem Rolli ist man ziemlich flott und flexibel. Außerdem hat Caro mich einfach gut fotografiert. Naja, hinterher sagt er immer, dass alles wie ein Kinderspiel war, ne? Ich stehe in die Wetten. 3-1. Gegen dich. Unser neuer Altersschämmchen, Klaus. Ich störe nur ungern, aber Sie werden dringend in Kabine 8017 gebraucht. Was gibt's denn? Eine Schublade klemmt. Ja, ich komm gleich. Meine ehemalige Kollegin interessiert sich für Homöopathie. Ja. Ich habe lange als Orthopädin praktiziert, mich dann aber ganz der Homöopathie verschrieben. Und Sie glauben wirklich, dass das hilft? Ich weiß es. Nehmen Sie doch nur mal Kümmel oder Fenchel. Wie viele Mütter haben damit nicht schon die Bauchschmerzen ihrer Babys kuriert? Erfolgreich. Ja, richtig. Hat sogar bei meinem Sohn geholfen. Sie haben Familie? Bei dem unsteten Leben, das Sie führen? Na ja, genau daran ist das Familienleben ja auch gescheitert. Wer will schon auf die Dauer einen seefahrenden Doktor? Und Sie? Ich bin seit 2 Jahren Witwe. Mein Mann war ein reiner Bergmensch. Er wurde schon seekrank, wenn er nur über eine Brücke gehen musste. Unsere Schiffsreisen standen nie zur Debatte. Umso mehr freuen wir uns alle, Sie jetzt hier an Bord zu haben. Danke. Es sollte mich eigentlich nicht mehr interessieren, aber könnte ich mir bei Gelegenheit mal Ihr Hospital ansehen? Ja, mit dem größten Vergnügen. Nur bitte versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Meine, im Prinzip bin ich ja nichts anderes als ein Wald- und Wiesendoktor auf hoher See. Bauchschmerzen, Halsschmerzen, Grippe. Hier eine Schramme, da eine Schramme, verschlauchte Knöchel. Gebrochene Herzen. Und wie behandeln Sie die? Durch Zuhören. Und Trösten. Ich glaube, das können Sie sehr gut. Schiffszimmermann. Kommen Sie rein. Guten Tag. Ich habe gehört, deine Schublade soll... Hallo, mein Junge. Mama. Was macht ihr denn hier? Ja, uns dein dummes Gesicht ansehen, kleiner Bruder. Also wenn du keine Zeit hast, zum runden Geburtstag deiner Mutter nach Hause zu kommen, dann kommen wir eben zu dir. Die Reederei hat mir nicht freigegeben. Tja, so ist das, wenn man nicht sein eigener Chef ist. Aber du wolltest ja damals nicht bei uns einsteigen. Es ist wirklich phänomenal, wie du es schaffst, in den ersten 5 Minuten das Thema wieder aufzubringen. Was willst du eigentlich von mir? Du hast doch alles gekriegt, was du wolltest. Alles! Papa wollte, dass wir uns die Geschäftsführung teilen. Ja, wir wissen alle, das war nicht eine seiner besten Ideen. Du hast den gleichen Anteil an der Firma geerbt wie ich. Jetzt hört auf zu streiten. Ich bin so glücklich, euch endlich wieder beisammen zu haben. Also komm, jetzt schenk ein. Jedenfalls habe ich uns für heute Abend den Tisch im 4-Jahreszeiten bestellt. Es ist Crewmitgliedern nicht gestattet, mit den Gästen zu essen. Komm, da gibt's ja wohl Ausnahmen, oder? Vielleicht an deinem Geburtstag. So, hier. Jetzt trinken wir erstmal ein. Danke. Aber ich bin im Dienst. Bis später, Mama. Das mit der Schublade, das kriegst du ja wohl selber hin. Sie, ich helfe Ihnen. Will ich schon per Du? Ja, dann helfe ich dir. Oder willst du nicht, dass man dir hilft? Eigentlich nicht. Aber arbeitest du hier? Ja. Dann ist das ja sozusagen dein Job. Ja, schon. Keine Angst. Ich melde mich schon, wenn ich mich zu sehr bemüht fühle. Danke. Okay. Du bist ja richtig gut in Form. Ich habe früher Triathlon gemacht. Oh. Einer von den ganz harten Jungs. Sag mal, wie ist denn das passiert? Fahrradunfall bei der Vorbereitung auf den Ironman in Hawaii. Es hat geregnet, die Straße war nass und nicht zu schnell.
Leider war ich dann doch nicht aus Eisen. Naja, aber du hast dich ja offensichtlich davon nicht unterkriegen lassen. Wieso denn auch? Ich kann es ja nicht ändern. Wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Musstest du dich gleich wieder mit ihm streiten? Wenn du wirklich erreichen willst, dass er in die Firma zurückkehrt, dann müsstest du das etwas geschickter anfangen. Mama, ich bin halt, wie ich bin. Ich bin wie Papa. Das ist immer sein größter Wunsch, dass ihr die Firma gemeinsam führt. Ich weiß. Aber ich habe es in den letzten Jahren ganz gut alleine hinbekommen, oder? Hast du ja auch. Und Papa wäre stolz auf dich. Aber ich finde es trotzdem besser, wenn Klaus wieder nach Hause kommt. Die Familie muss doch zusammenhalten. Das wäre dein schönstes Geburtstagsgeschenk, stimmt's? Na gut, ich werde irgendwie versuchen, ihm das schmackhaft zu machen. Das wäre schön. Fragt sich nur wie, wenn Mannschaft und Passagiere keinen Kontakt haben dürfen. Beatrice? Ja? Könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, natürlich. Herr Altmann? Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie können natürlich selbstverständlich gern heute Abend mit Ihrer Familie im Vierjahreszeiten essen. War mein Bruder mal wieder schneller als ich. Wie bitte? Ich wollte eigentlich Sie bitten, dass Sie mir auf gar keinen Fall freigeben. Oh. Sie haben gar keine Lust auf das Essen? Mit meiner Mutter wäre das schon in Ordnung, aber mein Bruder und ich, wir sind wie Kain und Abel. Kain hat seinen Bruder erschlagen, das wissen Sie schon. Ja, bei uns war es auch fast mal soweit. Bin ich aber froh, dass Sie das anders gelöst haben. Es ging um eine... Ja, es ist doch egal, ist schon lange her. Mein Bruder war immer der Liebling unseres Vaters. Und ich das schwarze Schaf der Familie. Ihre Mutter freut sich auf das Essen. Und zwar mit beiden Söhnen. Caro! Hier, ein Fax für dich ist gerade gekommen. Danke. Komm. Ach, ist schön, euch mal ein paar Tage bei mir zu haben. Ansonsten kriege ich immer nur Postkarten von euch. Aus allen möglichen Winkeln dieser Welt. Sonst hat Roland die ja mal von dir bekommen. Ich bewundere ihn, dass er sich immer wieder neue Ziele setzt. Manchmal schießt er aber auch darüber hinaus. Hast du Angst, er mutet sich zu viel zu? Ich will nach der Reise auf jeden Fall eine Pause einlegen. Wir sind nur noch unterwegs. Roland wird immer ruheloser. Seinen Studienabschluss verschiebt er auch immer wieder. Oh, das ist ja Wahnsinn. Hoffentlich keine schlechten Nachrichten. Im Gegenteil. Ihr Verlag bietet mir eine feste Stelle an. Als Redakteurin. Das ist doch toll. Oder hat Roland was dagegen? Bringen Sie uns doch bitte den Mouton Rothschild, ja? Na, da kennt sich aber jemand inzwischen aus. Ja. Hallo. Schließlich gibt's auch was zu feiern. Wieso? Mamas Geburtstag ist doch erst nächste Woche. Ja, das stimmt, aber wir feiern heute ein Betriebsjubiläum. Ach, dass du daran gedacht hast. Könnte mich mal bitte jemand aufklären? Na ja, heute vor 40 Jahren habe ich in der Firma damals noch der eures Großvaters angefangen. Und dir gleich den Juniorchef geangelt. Von wegen, euer Vater. Leicht hat er es nicht. Mein Herz war eigentlich schon vergeben. Das hast du uns nie erzählt. Ihr müsst ja nicht alles wissen. Ja, seien wir froh, dass Papa das Rennen gemacht hat, sonst wissen wir jetzt nicht hier, oder? Auf der Gute. Danke. Oh, guten Abend. Guten Abend. Welch angenehmer Zufall. Guten Abend, Dr. Schröder. Na, haben Sie noch ein paar gebrochene Herzen zu behandeln? Ja, nichts Akutes. Aber Sie wissen ja, ein Bordarzt ist ja immer auf Abruf. Schade eigentlich. Ich hatte mich schon über ein wenig Gesellschaft beim Abendessen gefreut. Ich meine, jetzt, wo uns der Zufall schon zusammengeführt hat. Ja, wo Sie recht haben, da haben Sie recht. Danke. Ach, schön, dass du heute Abend zum Essen gekommen bist.
Ist doch selbstverständlich, Mama. Na, habe ich dir nicht beigebracht, dass man seine Mutter nicht anschwindeln soll? Hast du mir nicht auch beigebracht, dass man seine Besuche vorher ankündigen soll? Ich wollte nicht, dass du gleich über Bord springst. Weißt du, ich dachte, wir nutzen diese Reise, um wieder eine Familie zu werden. Ach, Mama. Was hältst du davon, mich und deinen Bruder in Neuengland auf einen Ausflug zu begleiten? Wozu? Man hat uns in Maine Zedernholz angeboten, angeblich 1A-Qualität. Das wollten wir uns ansehen. Was habe ich damit zu tun? Die Firma gehört auch dir. Auf dem Papier vielleicht. Thomas ist der Kronprinz. Daran hat Papa nie einen Zweifel aufkommen lassen. Ach, er hat euch beide gleich stark geliebt. Seine merkwürdige Art, das zu zeigen. Du hast es ihm auch nicht immer leicht gemacht. Also? Ja, gut, ich komme mit. Vorausgesetzt, ich bekomme frei. Versprochen? Versprochen. Beatrice. Ja? Ich habe den Umschlag für Sie. Ach, danke. Prima, darauf habe ich gewartet. Ah, Beatrice, schon fündig geworden? Nein, Doc, noch nicht. Aber wenn es soweit ist, sollen Sie der Erste sein, der davon erfährt. Beatrice ist nämlich auf der Suche nach ihrem Traumhaus. Aha. Ja, der eine sucht hier, der andere sucht da. Ja. Willst du nicht mit Caro tanzen? Ich roll meiner Partnerin leider so oft auf die Füße. Entschuldigen Sie, darf ich Sie um den Tanz bitten? Gerne. Sei mir nicht böse. Alles in Ordnung mit dir und Caro? Ja, wieso? Dann hast du dich auch gefreut über dieses Fax. Welches Fax? Ja, dieses Jobangebot für Caro, diese Redakteurstelle. Ja, klar. Ach, bin ich jetzt ins Fettnäpfchen getreten? Nein, warum? Caro hat nie Geheimnisse von mir. Entschuldige, ich... Schon gut. Entschuldige, ich gehe mal kurz an die Luft. Hier unten auf dem Mannschaftsdeck ist es lockerer als oben. Ja, sehe schon. Ja, übrigens, ich wollte es vorher nicht so direkt vor Mama sagen. Aber ich werde auf gar keinen Fall in die Firma einsteigen. Ich komme ganz gut alleine zurecht. Dann wäre das ja geklärt. Willst du Bier? Unbedingt. Komm. Hey. Das ist Thomas, mein Bruder. Hi. Hallo. Du musst noch einen ausgeben, auf deinen Sieg. Ja. Welchen Sieg? Das ist nicht so wichtig. Klaus ist unser Champion im Armdrücken. Ach nee. Gegen mich hat er früher immer verloren. Kein Wunder. Du warst 15 und ich war 10. Ah, dich schlage ich auch heute noch. Du? Mich? Du hockst doch nur noch in deinem Büro rum und kümmerst dich um deine großen Geschäfte. Na los. Wer verliert, zahlt eine Runde. Komm schon. Ich wette nicht gegen dich. Ah, das wusste ich, wie immer. Wenn's ernst wird, kneifst du plötzlich. Na los, komm schon. Gefallen. Herrlich. Die Runde geht trotzdem auf mich, okay? Du hast dich wirklich kein bisschen verändert. Du auch nicht. Ich habe gewonnen. Hey. Was denkst du gerade? Nichts. Warum tanzt du nicht mehr? Vielleicht möchte ich mit dir in die Sterne schauen. Dazu hast du an Land genug Zeit. Tanzen kannst du da nicht mehr. Tanzen ist mir nicht so wichtig. Du bist mir wichtig. Wir sind wichtig. Schön, dass wir mal wieder unter Menschen waren. Ich hab dir doch schon oft gesagt, du kannst auch ohne mich ausgehen. Ich sitze im Rollstuhl, nicht du. Es sollte doch kein Vorwurf sein. Hast du über den Vorschlag meiner Mutter nachgedacht? Die Parterre-Wohnung bei ihrem Haus? Ja, so eine Gelegenheit kommt bestimmt nicht so schnell wieder.
Da ist auch genug Raum, auch auf längere Sicht. Wie meinst du das? Ach, Roland, nun tu doch nicht so. Ich meine, wir werden beide nicht jünger und wir sollten auch mal an Kinder denken. Es ist auch ein Abenteuer. Ja. Meine Mutter würde sich bestimmt riesig freuen und bei Bedarf könnte sie auch einspringen. Ich muss dir noch was sagen. Hör mal, das Meer. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und genau deshalb will ich deinem Glück nicht mehr im Weg stehen. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Nichts. Komm, wir gehen rein, du erkältest dich. Hm? Kommst du? Ja. Ich danke Ihnen für die reizende Gesellschaft. Gerne. Übrigens, ich habe in der Bibliothek etwas für Sie gefunden. Ja? Ja, wenn wir in Neuengland sind, in Martha's Vineyard, da soll es indianische Heilkräuter geben. Das müsste Sie doch eigentlich interessieren. Aber ja. Und das haben Sie extra für mich herausgefunden. Naja, so ganz uneigennützig war es natürlich nicht. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mitkomme? Es wäre mir eine Freude. Okay. Beatrice, haben Sie Ihr Traumhaus schon gefunden? Das ist eins schöner als das andere. Wer hier die Wahl hätte, der hätte auch die Qual. Schauen Sie mal, die sogenannten Gingerbread-Häuser. In Oak Bluff sind die nicht süß? Gingerbread heißt doch nicht Lebkuchen. Ja, sag ich ja, süß. Was stand denn da? Ursprünglich eine Zeltsiedlung für die ersten Besucher der Insel im 19. Jahrhundert, entstanden daraus später diese Cottages im viktorianischen Stil. Haben Sie das schon gelesen? Da bietet ein Makler ein Haus zum Verkauf an. Wollen Sie sich nicht mal ansehen? Lieber nicht, sonst komme ich noch in Versuchung. Wie sagte doch Oscar Wilde, Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob Sie wiederkommen. Jedenfalls habe ich die Nummer mal aufgeschrieben, Captain. Ich wollte Sie immer schon in Versuchung führen. Ach, wissen Sie, je mehr man besitzt, desto mehr Sorge trägt man. Sagt das auch Oscar Wilde? Nein, Oscar Paulsen, mein Opa. Anrufen könnte ich ja mal. Anrufen könnte ich ja mal. Oh, verdammt. Warte, ich helfe dir. Ich brauche keine Hilfe. Ja, soll ich zusehen, wie du auf den Boden knallst? Wenn ich zu dumm bin, die Bremse anzuziehen, ja. Okay, ich merk's mir fürs nächste Mal. Ah! Was ist denn? Ein Hexenschuss. Hier am Lendenwirbel ist eine Vorwölbung zu erkennen. Was macht man dagegen? Ja, notfalls gebe ich Ihnen eine Spritze gegen die Schmerzen. Vorläufig versuchen wir es aber mal mit einer Massage. Das Wichtigste aber ist, Sie müssen sich schonen. Wie meinen Sie das? Keine abrupten Bewegungen und vor allem nichts Schweres heben. Das geht nicht. Roland, die Kajaktour. Ja, die muss halt ohne sie stattfinden. Ich glaub's nicht. Lässt sich das Ganze denn nicht verschieben? Das können wir uns nicht leisten. Der Vorschuss für den Fotoband ist schon bezahlt. Das Geld ist weg, wir müssen liefern. Caro, wenn's nicht geht, geht's nicht. Komm, ich bring dich zu seinem Massagetermin. Danke. Gute Besserung. Danke. So, darf ich den Nächsten zu mir bitten? Guten Tag, Dr. Schröder. Guten Tag. Irmi Altmann. Ah, sehr erfreut. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich für Sie tun, Frau Altmann? Ja, ich brauche dringend eine Krankschreibung. Aber liebe Frau Altmann, Sie sind im Urlaub, Mann. Da braucht man normalerweise keine Krankschreibung. Außerdem sehen Sie fit und gesund aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Mir geht's ja auch glänzend, aber das müssen meine Söhne ja nicht wissen. Ah ja. Sie verstehen, manchmal muss man im Leben Umwege gehen, um ans Ziel zu gelangen. Verstehe.
Oh, die Insel ist echt groß. Da hast du dir ganz schön was vorgenommen. Nicht mehr. Was? Die Tour ist gecancelt. Caro hat einen Hexenschuss, fällt aus Begleitung aus. So ganz alleine geht's eben schlecht. Es tut mir aber leid, du. Ich hasse das aufzugeben. Das kenne ich. Bei meinem Unfall, da war das auch so. Ich hörte das Knacken im Kreuz und dachte mir nur so komisch. Eigenartiges Geräusch, aber wenn es nicht wehtut, wird es ja wohl nichts Schlimmes sein. Ich wollte sofort wieder auf mein Fahrrad. Aber es ging nicht. Ich habe überhaupt nicht kapiert, warum. Mein Kopf sagte los, aber die Beine haben sich nicht bewegt. Als dann später im Krankenhaus mir die Ärzte gesagt haben, dass ich querschnittsgelähmt bin, da dachte ich nur noch, ich will nicht mehr leben, nicht so. Aber dann kam der Sportler mir durch. Ich dachte mir, hör doch auf zu jammern. Du schaffst das. Wenn du es dir wirklich vornimmst, kannst du alles schaffen. Geht nicht, gibt's nicht. Genau. Aber manchmal geht's eben nicht allein. Das war eine Feststellung. Und keine Frage, oder? Ja, es ist vermutlich eine schwere Erkältung. Aber unter diesen Umständen kann ich es nicht verantworten, Ihre Frau Mutter an Land gehen zu lassen. Bleibe ich auch hier. Kommt gar nicht in Frage. Du und Thomas, ihr fahrt zusammen nach Maine. Wir kaufen kein Holz, dessen Qualität wir nicht geprüft haben. Ist schon merkwürdig, wie schnell diese Erkältung kam. Ja, du weißt doch noch, ich kriege ganz leicht kalte Füße. Euer Vater hat immer Witze darüber gemacht. Meinetwegen kann Klaus auch hier bleiben. Ich schaffe das schon alleine. Nein, vier Augen sehen mehr als zwei. Du hast es mir versprochen. Ja. Also, gute Besserung. Hol dich erstmal. Hm? Also, Doc, was trinken Sie? Wie geht's deinem Rücken? Stehen ist besser als im Sitzen. Dann passen wir ja perfekt zusammen. Ich habe während der Massage darüber nachgedacht, wie wir es hinbekommen könnten, die Tour nicht abzusagen. Mir ist keine Lösung eingefallen. Wie aber? Ich habe Ersatz gefunden. Wie? Wer denn? Inka. Sie ist gerade bei Beatrice, um sich freizunehmen. Ist doch perfekt. Ich weiß nicht, Inka? Ich meine, weiß sie dann, worauf sie sich einlässt? Du und ich, wir sind seit Jahren aufeinander eingespielt. Ich habe ihr alles erklärt. Was ist mit dem Fotografieren? Sie kann nicht fotografieren, oder? Nein. Du solltest dich freuen, dass sie sich hat überreden lassen. Ich kann es mir nicht leisten, die Tour abzusagen, das weißt du. Wir müssen liefern, sonst sind wir pleite, das hast du selber gesagt. Beatrice! Hallo, Captain! Haben Sie was für mich? Ich? Nein, nein. Erwarten Sie denn eine Nachricht? Nein. Was sind denn Ihre Pläne für den Landgang? Wollen Sie sich Ihr Traumhaus ansehen? Gott bewahre und Sie? Nein. Mich interessiert in erster Linie die Landschaft. Schönheit der Insel. Der Blick aufs Meer. Also für den Blick aufs Meer bräuchten Sie eigentlich nicht an Land zu gehen. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ich werde mich umsehen, ein bisschen... Shoppen? Ja, wenn ein richtiges Schmuckstück dabei ist und ich es mir leisten kann. Na ja, dann viel Glück. Danke, Ihnen auch. Ja, danke. Der Doktor kommt sofort. Im Hospital ist er jedenfalls schon weg. Schön. Ein Notfall im letzten Moment. Oh nein! Gottes Willen, haben Sie sich wehgetan? Mein Fuß, das ist bestimmt gezerrt. Wir bringen Sie am besten gleich zurück ins Hospital. Ja, keine Widerrede. Sie haben gehört, was die Frau Doktor gesagt hat. Haben Sie ein Glück gehabt, dass Sie sich nichts gebrochen haben. Aber Sie werden noch eine ganze Weile Schmerzen haben. Am meisten schmerzt mich, dass Sie unsere Tour allein machen müssen. Es tut mir auch leid. Hatte mich so auf den Tag mit Ihnen gefreut. Ich werde Ihnen heute Abend alles haarklein berichten, ja? Ich freue mich jetzt schon auf dich.
Ich mich auch. Danke. Was soll das? Du kannst nicht mit. Dein Rücken. Ich werde nur fotografieren. Wieso hast du mir nichts gesagt? Weil du es mir sonst ausgeredet hättest. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wollen wir? Ja. Tschüss. Rumpeln. Da wären Sie heute nicht die Erste. Ich wollte rüberfahren nach Martha's Vineyard. Wollen Sie nicht mitkommen? Hm? Man weiß ja nie, was einem Schönes begegnet. Na, das weiß man nie. Es scheint sich langsam zum Motto dieser Reise zu entwickeln. Das ist das Motto jeder Reise auf diesem Schiff. Also live und in Farbe sieht das ja viel toller aus als alle Fotos, die ich bisher gesehen habe. Aber ist das alles nur Biochemie? Die Bäume verlagern ihre Nährstoffe ins Speichergewebe, um den Winter zu überstehen. Es sieht einfach toll aus. Achtung, Inka, wir müssen nach rechts. Warum willst du eigentlich hier investieren? Es gibt doch genug Holz in Deutschland. Ja, genug schon, aber nicht immer das, was die Kunden wollen. Meine Firma ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Tüchtig, tüchtig. Ja, tüchtig. Inzwischen haben wir Kunden auf der ganzen Welt. Das heißt, dass wir die Produktion auch auf verschiedene Standorte verteilen müssen. Und deshalb, das steht alles in den Jahresabschlüssen, die ich dir regelmäßig schicke. Dann sollte ich da vielleicht doch mal reingucken, nicht? Vielleicht finden wir hier was für Mama, schau mal. Hey. Was hältst du von denen? Sie sagt doch immer, dass sie kalte Füße hat. Komm. Ja, hast ja recht. Roland, das eine Paddel ist weg. Was? Es ist bestimmt runtergeflogen, als wir so scharf abgebogen sind. Dann war das wohl meine Schuld. Es tut mir wirklich leid. Ach nichts, wozu haben wir einen Ersatzpaddel? Was ist, wenn das kaputt geht? Oder wenn du es im Wasser verlierst? Wir müssen erst ein neues besorgen. Wenn. Wir haben einen Ersatzpaddel für den Notfall. Jetzt ist ein Notfall. Ende der Diskussion. Wie du meinst. Caro, entschuldige, aber du machst dir manchmal zu viele Gedanken. Wird schon nichts passieren. Hier. Schade, dass der Doktor nicht mitkommen konnte. Wir gehen oft zusammen an Land. Manchmal kommt auch der Captain mit. Wir drei sind ein gutes Team. Und wie lebt es sich mit den beiden? Sie sind gute Freunde, aber manchmal auch richtige Nervensäge. Klingt nach einer guten Ehe. Der Captain hat erzählt, dass ihr Mann vor einiger Zeit gestorben ist. Also das stelle ich mir schwer vor, wenn man dann so plötzlich allein ist. Mein Mann war sehr lange sehr krank. Es war für mich furchtbar, ihn so leiden zu sehen.
Für ihn war es eine Erlösung, als er endlich friedlich eingeschlafen ist. John. Freut mich, John. Das ist mein Bruder Klaus. Hallo. Willkommen bei der New England Timber Company. Sie wollen sich vermutlich erstmal einen Überblick über unsere Wälder verschaffen. Ja, gern. Hm? Ja. Darf ich Sie an Bord bitten? Kräutern. Da stelle ich mir was Schönes für den Doktor zusammen. Ach, ich glaube, der Doc hat's nicht so mit alternativen Heilmethoden. Dann wird's höchste Zeit, seine Meinung zu ändern. Riecht das nicht himmlisch? Riecht gut. Je eher ich den Doktor damit behandle, desto besser. Ach, das heißt, Sie wollen schon wieder zurück aufs Schiff? Am liebsten, ja. Sind Sie mir sehr böse, wenn ich Sie jetzt alleine lasse? Nö, gar nicht. Ich habe nämlich noch was vor. Ach, grüßen Sie den Doc. Mach ich. Ich voll und ganz um ihn gekümmert. Naja, und dann fing er an mit den Reisen und brauchte meine Hilfe. Das würden nicht viele machen. Den Beruf aufgeben? Wenn man sich liebt. Anfangs hieß es, dass er von Kopf abwärts vollständig gelähmt bleiben wird. Dass er heute im Rollstuhl sitzt und zu solchen Leistungen in der Lage ist, ist ein Wunder. Zu dem Sie beigetragen haben, Caro. Ein halbes Jahr nach seinem Unfall haben wir unsere erste Tour gemacht. In die Alpen. Und danach sind wir jedes Jahr irgendwo hin. Ich habe dann angefangen, die Reisen fotografisch festzuhalten. Tja, da sind wir nun. Das perfekte Team. Eigentlich schon, oder? Wollen wir uns nicht endlich auch duzen? Sehr gerne. Hauptsächlich fällen wir hier Tannen und nordamerikanische Zedern. Aha. Und wie viel Hektar bewirtschaften Sie? 5000. Oh, nicht schlecht. Das Holz wird uns so schnell nicht ausgehen. Ja. Mehr als 10% der Wälder stehen hier in Nordamerika. Und der Rest im Schwarzwald. Was? Nichts. Thank you.
Entschuldigung. Oh. Was machen Sie denn hier? Tja, ich war gerade in der Gegend und da habe ich gedacht, ich werfe mal einen Blick auf das Haus, wenn ich schon mal hier bin. Zwei dumme ein Gedanke. Tja, nun sollten wir uns das Haus auch mal von innen ansehen, oder? Sind Sie nicht J.R.? Ich werd verrückt. Oh, ja, ich bin Larry Heckman. Larry Heckman. sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie interessieren sich für das Haus. Ja, Sie auch? Oh, nein, es ist ja mein Haus. Ich will es verkaufen. Ja, Kapitän Paulsen von der MS Deutschland. Und das ist Ihre Frau nehme ich doch an. Oh, Gottes Willen. Also? Nein, das ist Beatrice, der eigentliche Boss auf unserem Schiff. Ich bin bloß der Kapitän. Ich werde Sie bei Gelegenheit daran erinnern. Ah, ich verstehe. Sie haben beide Interesse an dem Haus. Na, das ist doch schön. Das gefällt mir sehr gut. Es ist besser, zwei Interessenten zu haben, als einen oder keinen. Das ist ein Pech. Sie beide wären so ein hübsches Paar. Warum wollen Sie dieses hübsche Haus eigentlich verkaufen, Mr. Hackman? Sind so viele Reiche auf der Insel. Zu viele Politiker. Ja, da ist schwer zu sagen, was schlimmer ist. Nichts ist vollkommen. Ja, richtig. Und übrigens ist es zu weit weg von Texas. Ich habe ja noch so viele andere Häuser. Aber wollen wir nicht reingehen, dann zeige ich Ihnen alles. Nach Ihnen, gnädige Frau. Nach Ihnen, Herr Kapitän. Alter vor Schönheit. Mich interessiert das Haus ja gar nicht wirklich. Weh dem, der lügt. Kommen Sie. Unglaublich, was das für Kolosse sind. Wahnsinn. Man sieht hier manchmal auch Blauwale. Oh, wow! Na, wie finden Sie es? Es ist zauberhaft. Tja, klein, aber gemütlich. Jetzt bin ich aber gespannt. Sind Sie wirklich ernsthaft interessiert? Ja, auf alle Fälle. Dann sollten Sie beide gründlich überlegen, was Ihnen das Haus wert ist. Aber da steht ja schon ein Betrag. Ja, aber das ist nur das Mindestangebot, Siehe. Sie könnten doch beide bis morgen früh eine Zahl auf einen Zettel schreiben und mir dann vorbeibringen. Und das höhere Gebot kriegt den Zuschlag. Hä? Haben wir einen Deal? So, jetzt wollen Sie die Preislisten sehen, nehme ich an. Unbedingt. Was machen denn die Kollegen da? Die trainieren für die Timbersport Championship. Die Holzfällermeisterschaft. Weltmeisterschaften, um genau zu sein. Wieso? Interessiert Sie das? Ja, sicher. Na gut, dann zeige ich es Ihnen. Kommen Sie mit. Ich hoffe, das Zeug schmeckt besser, als es riecht. Zurücklehnen und genießen. Ah, hier ist noch eine schöne CD. Frank Sinatra singt Gershwin. Das hast du jetzt nicht gesagt. Doch. Oder siehst du hier noch jemand anderen? Ich habe exakt in diesem Moment exakt an diese Songs gedacht. Mal abgesehen von den Halbkräutern haben wir in vielen Dingen den gleichen Geschmack. Die Vorliebe für dieselben Lieder. Dann hast du mir gesagt, du liebst die Berge. Also wenn ich das nächste Mal länger am Land bin, dann rufe ich dich ganz einfach an und wir gehen wandern. Wie lange willst du eigentlich noch praktizieren? Ich meine hier, auf dem Schiff. Bislang hat sich noch niemand beschwert. Das wird auch niemand tun. Oder glaubst du, bei mir hätte jemand angeklopft und gesagt, Frau Dr. Barner, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie aufhören. Ich kann mir mein Leben ohne meinen Beruf nicht vorstellen. Okay, es gibt hier 6 verschiedene Disziplinen. Die Jungs hier üben gerade den Standing Block Job. Dabei muss ein senkrecht verankerter Holzstamm, Durchmesser ungefähr 25 cm, so schnell wie möglich durchgeschlagen werden. Aha. Wie lange braucht man dafür? Keine Ahnung, wie lange ihr dafür braucht. Meine Jungs brauchen 30 Sekunden. Ja, ich denke, ich wäre auf jeden Fall schneller als mein Bruder. Du kannst es einfach nicht lassen, ne? Aber hierbei helfen hier keine Tricks. Ist das eine Herausforderung? Meinen Sie, Ihre Männer können uns mal die Äxte leihen? Wir hätten uns nicht darauf einlassen sollen. Keine Sorge, ich mach das schon.
Danke, das ist sehr nett, aber das meine ich nicht. Sie haben Angst, dass ich mehr biete als Sie. Ich habe höchstens Angst, dass Sie morgen früh enttäuscht sind, wenn Sie das Nachsehen haben. Ach, das fragen Sie nicht, Beatrice. Sie vergessen, dass ich weiß, welchen Betrag die Reederei monatlich auf Ihr Konto überweist. Zu wenig, leider. Aber Sie vergessen meine liebe Erbtante. Ich werde es Ihnen sicher nicht so leicht machen wie dieser Lobster. Der Doc hat doch recht. Inwiefern? Immer das letzte Wort. Aber, Captain, ich kann doch beim besten Willen nicht ahnen, wann Ihnen nichts mehr einfällt. Was gibt's denn Leckeres zu den Spaghetti? Heute Abend gibt es feinste Fertig-Bolognese. Verstehe. Wenn du den ganzen Tag auf dem Wasser bist, schmeckt dir sogar das hier. Gut, dann gehe ich mal Holz sammeln fürs Lagerfeuer. Das ist eine gute Idee. Feuer hält die Bären ab. Bären? Sag mal, von Bären hast du auf dem Schiff überhaupt nichts gesagt. Solange du ihnen und den Jungen nicht zu nahe kommst, lassen sie dich in Ruhe. Wissen die Bären das auch? Na, dann gehe ich jetzt mal. Hättest mich wenigstens fragen können, bevor du Inka als Ersatz für mich engagierst. Eifersüchtig? Vielleicht. Ich bitte dich. Welche Frau interessiert sich schon für einen wie mich? Das ist mir gegenüber aber nicht besonders charmant, dass du das sagst. Sieht dir deine Mutter? Wie bitte? Das hat sie nie gesagt. Dir nicht? Na warte, die kriegt was zu hören. Deine Mutter will einen normalen Schwiegersohn. Das kannst du doch nicht übel nehmen. Doch, das kann ich. Caro, bitte erwähn sie ihr gegenüber nicht. Ich will nicht, dass sie denkt, ich wäre ein Plappermann. Freust du dich wenigstens ein bisschen, dass ich hier bin? Klar. Ich glaube, die Nudeln sind bald fertig. Schaust du mal, wo Inka ist? Ja. Man kann schon verstehen, dass die ganze Welt von dieser Insel schwärmt. Ja, es ist schön, ausgesprochen schön. Aber auf die Dauer, liebe Beatrice. Sie sprechen jetzt von sich, Captain. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Na ja, ein Mann wie Sie, auf den Weltmeeren zu Hause, der würde sich sicher hier bald langweilen. Ich meine, das würde Ihnen hier sicher bald zu eng. Ja, das wäre wohl eher ein Problem für Sie. Sie sind nicht der Typ, der im Sommer im Garten wühlt und am Kaminfeuer Aquarelle malt. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Aber ich glaube nicht, dass Sie dem Anspruch, den dieses Haus an seinen Besitzer stellt, gerecht werden würden. Wieso? Welchen Anspruch? Na ja, das Cottage hat ein ganz bestimmtes Flair. Da kann man nicht einfach seinen alten Seesack bis in deutsche Eiche und ein paar Regale reinstellen. Da muss sich Antikes und Modernes sozusagen zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen. Gesamtkunstwerk? Und wer soll darin wohnen? Na ja, jemand mit Sinn für elegantes Ambiente. So jemand wie Sie zum Beispiel? Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie dafür das richtige Händchen hätten. Wissen Sie denn überhaupt, was es bedeutet, so etwas zu besitzen? Mit Einrichten, Dekorieren und dem richtigen Händchen ist das nicht getan. Da müssen Sie auch mal Hand anlegen. Wissen Sie, wie hart die Winter hier an der Küste werden? Da heißt es jedes Jahr neu streichen, jedes Jahr das Dach ausbessern. Aber, Captain, Sie werden mir doch sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn das Haus dann mal mir gehört. Wenn Sie mir vorher beim Einrichten geholfen haben, na, dann träumen Sie mal schön weiter. Gleichfalls. Auf mein Kommando geht's los. Hier. Aber Vorsicht bitte. Das sind Spezialäxte, die sind wirklich scharf. Okay, seid ihr bereit? Bereit. Ja. Ready, steady, go! Das muss man abbinden. Verdammt! Gibt's hier irgendwo einen Arzt? Wir bringen ihn zum Auto. Welche Blutgruppe haben Sie? Blutgruppe 0. Warum wollen Sie das wissen? Ich nicht, aber der Doc vielleicht. Sie haben ziemlich viel Blut verloren.
Ich wasche dann ab und leg mich hin. Was ist mit dir? Ich warte noch, bis die Sterne rauskommen. Kennst du dich mit Astronomie aus? Aber in Astrologie bin ich eindeutig besser. Ich bin Löwe. Oh, das passt gut. Der Löwe hält sich gern im Freien auf und liebt den sportlichen Wettbewerb. Nicht alles im Leben ist ein Wettkampf. Für mich schon. Besonders seitdem ich kein Fußgänger mehr bin. Auch ohne Unfall wäre deine Sportlerkarriere irgendwann vorbei gewesen. Ach so? Du meinst, ich soll dankbar dafür sein? Du bist manchmal so ein Idiot. Also, wisst ihr was, ihr zwei? Ich mach den Abwasch. Ihr beide kümmert euch um euch, okay? Bis morgen. Roland, es kann so nicht weitergehen. Ich weiß. Es wäre das Beste, wenn du das Jobangebot annimmst. Du weißt davon? Woher? Ist doch egal. Ich habe noch nicht zugesagt. Warum hast du mich nicht darauf angesprochen? Warum hast du mir nicht gleich davon erzählt? Du willst das mit dir alleine ausmachen, stimmt's? Tja, du musst ja wissen, was für dich am besten ist. Für mich ist das auch alles nicht so einfach. Der Job hätte massive Auswirkungen auf unser bisheriges Leben. Ich wäre gebunden und ich könnte dich nicht mehr auf den ganzen Reisen begleiten. Ach, ich finde schon einen Ersatz. Vielleicht ergibt sich mit Inka ja was auf Dauer. Also vielen Dank, Dr. Amt. Wiedersehen. Wiedersehen. Also hoffentlich nicht. Ja? Alles in Ordnung? Ja, ja. Geht schon, geht schon. Dank dir, ja. Das ist doch Blödsinn. Sie haben wirklich einen Schutzengel gehabt. Wenn Ihr Bruder nicht so schnell reagiert hätte, dann... Ich schuld dir was. Ist geschenkt. Tja, dann können wir sie wieder den Geschäften widmen. Bravo, Frau Doktor, bravo. Hey, was soll das? Ich bin doch hier nicht die Hauptperson. Dafür legst du dich aber ganz schön ins Zeug. Wie meinst du das? Ich weiß genau, was ich meine. Du glaubst nicht im Ernst, dass ich dir Roland ausspannen will, oder? Dafür lässt du dich aber von ihm ganz schön einspannen. Er hat mich um Hilfe gebeten. Das ist ein reiner Freundschaftsdienst. Ihr seid recht schnell Freunde geworden, findest du nicht? Man kann in alles etwas hineininterpretieren, wenn man möchte. Caro, ich habe kein Interesse an Roland, okay? Ja, aber an dir. Kannst du mal bitte ein Stück zurückgehen? Ich bin wie neu. Vollkommen schmerzfrei. Ich seh's. Und es freut mich ungemein. Du bist
bist eine Hexe. Ja, anders kann ich mir die rasche Besserung nicht erklären. Weil's partout nicht an den stinkenden Kräutern liegen darf. Die meisten dieser Kräuter wirken auf die Muskeln. Sie sind entspannend, schmerzstillend und entzündungshemmend. Schau mal hier, das da zum Beispiel ist. Ich schaue. Und ich sehe zwei bezaubernde braune Augen und einen entzückenden Mund. Und ich frage mich, ob du vielleicht mit mir tanzen gehen möchtest. Ja, normalerweise nehme ich ja gar nicht an Tanzvergnügen teil. Und ich sollte mein Bein auch noch schonen, sagt meine Ärztin. Aber ich werde mir doch nicht die Chance auf einen langsamen Walzer mit dir entgehen lassen. Meine Kleine, wie geht's dir? Wie konnte das passieren? Meine Ungeschicklichkeit. Oh, es tut mir so leid. Mir ist kalt. Holst du die Decke und trockene Kleidung? Ja, natürlich. Oh danke. Gott, dein Kajak. Vergiss das Kajak. Aber es ist wichtiger. Ja. Hallo Beatrice. Ist die Luft nicht herrlich? Man kriegt den Kopf wunderbar frei und sieht plötzlich alles ganz klar. Da bin ich ja gespannt. Das dürfen Sie. Einen wunderschönen guten Morgen. Tja, dann zeigen Sie mir Ihre Angebote. Dankeschön. Danke. Tut mir leid. Was soll das denn? Ich dachte, Sie wollten unbedingt das Haus. Warum haben Sie denn nichts geboten? Ihre Argumente dagegen haben mich schließlich überzeugt. Das ging mir genauso. So ein Haus muss man liebevoll einrichten. Ja, man muss es ständig im Schuss halten und das ist ein Fass ohne Boden. Und so schön die Insel auch ist. Wer will schon immer seine Ferien am selben Ort verbringen? Aber wenn Sie doch beide schon einer Meinung sind, warum kaufen Sie das Haus nicht gemeinsam, hä? Das könnte sich für Sie beide doch als Glücksfall erweisen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Netter Versuch. Aber vollkommen zwecklos. Aha. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ja, so Elm? Ja, der Kapitän und sein Boss, die sind noch hier. Nein, diese Deutschen haben genauso wenig Geld wie wir. Ja, ich rufe dich dann wieder an. Gute Nacht, Germany. Was für ein Ausblick. Was für ein Abenteuer. Fast wie früher. Nur, dass du dich früher meistens in Gefahr gebracht hast. Ich wollte eben meinem großen Bruder alles nachmachen. Weißt du, dass ich früher ganz schön eifersüchtig auf dich war? Warst du auf mich? Du hast immer gemacht, was du wolltest. Du hast deine Meinung gesagt. Dafür warst du Papas Liebling. Ich? Du warst das. Unsinn. Papa und Evi haben uns doch immer gestritten. Wie das so ist, wenn zwei Dickköpfe aufeinander knallen. Du bist ein völliges Ebenbild. Ich glaube, er wäre ziemlich enttäuscht, wenn er wüsste, dass du nicht in die Firma eingestiegen bist. Du machst das alles sehr gut. Klaus, zusammen können wir es besser machen. Thomas, du bist jetzt ein bisschen sentimental, weil du gerade dem Tod von der Schippe gesprungen bist, ja? Wenn es mich erwischt hätte, wärst du jetzt sowieso der Chef. Thomas, was willst du eigentlich von mir? Wir streiten uns doch auch ständig. Jetzt mach mal halblang. Und außerdem hast du mir meine Freundin weggenommen. Ich wusste es. Ich wusste, dass das kommt. Wegen Marion. Die hat es wirklich drauf angelegt. Du, pass auf, ja? Okay. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Es tut mir leid. Glücklich bin ich mit dir auch nicht geworden. Ich schieb dir recht. Komm, schlag ein. Okay. Ich kann warten. Haben Sie dir eigentlich Blut gespendet? Nein. Bist du sicher mit deiner Blutgruppe? Ja, natürlich, die weiß ich, seit ich beim Bund war. Wieso? Nur so. Ich sink bald zurück. Es tut mir leid wegen des Kajaks. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Es ist alles meine Schuld.
Inka und ich, wir haben uns gestritten. Worüber? Es ging um dich. Vielleicht ist das ja alles ein Zeichen. Was soll das für ein Zeichen sein, wenn jemand aus Versehen gegen den Gashebel kommt? Wir spüren doch beide, dass was nicht in Ordnung ist, oder? So kann es nicht weitergehen. Was war's dann also? Das frage ich dich. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du gibst doch sonst nicht so leicht auf. Aber offenbar lohnt es sich nicht, für uns zu kämpfen. Taro, warte. Worauf? Dass es sich ausnahmsweise mal nicht um dich dreht? Geht's heute? Hast du noch Schmerzen? Ach, das ist halb so schlimm. Schlimm wäre es gewesen, wenn Klaus nicht im entscheidenden Moment das Richtige gemacht hätte. Ich hatte so ein Glück, dass er dabei war, sonst... Er übertreibt wie immer. Ansonsten haben wir uns gut verstanden. Oh ja. Klaus überlegt, bei uns einzusteigen. Wirklich? Das ist ja großartig. Ich denke darüber nach. Mehr nicht. Du scheinst dich ja schnell wieder erholt zu haben. Der Arzt meint, das liegt am Klima. Ja, ich muss los. Okay. Ja. Es ist kaum zu glauben, mein Fuß. Als ob nichts gewesen wäre. Wusste ich's doch. Gestatten Sie, dass ich auch mal mit meiner Schwester tanze? Ungern, Herr Kapitän, ungern. Aber bitte, wir sehen uns nach meiner Sprechstunde. Da kommst du mich endlich mal an Bord besuchen und wirst mir gleich vom Doc abspenstig gemacht. Was will er eigentlich von dir? Wir sind Kollegen. Und ich konnte ihm bei seiner Zerrung helfen. Ach. Mehr nicht? Was genau meinst du mit mehr nicht? Ich meine, ob er dich umgarnt. Oh ja, Gott. Wie dem auch sei. Es kommt jedenfalls nicht in Frage, dass der Doc mir die knappe Zeit mit dir abspenstig macht. Keine Sorge, lieber Jakob, das wird nicht passieren. Schließlich habe ich doch jetzt eine Ahnung davon bekommen, was du da oben auf deiner Brücke so leistest. Das klingt ja geradezu so, als hätte ich endlich mal bei meiner kleinen Schwester Eindruck geschunden. Ja, mach weiter so. Dann wirst du auf deine alten Tage noch zu meinem Held werden. Alten Tage. Alten Tage. Karl? Guten Tag, Herr Doktor. Ah, Herr Altmann. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie fragen, ob Sie meine Blutgruppe bestimmen könnten. Ja, natürlich. Aber wozu brauchen Sie diese Information? Ist doch besser, dass man Bescheid weiß, falls mal was passiert. So wie mein Bruder zum Beispiel. Haben Sie natürlich vollkommen recht. Viel zu wenige Menschen kennen Ihre Blutgruppe. Ich habe mal gehört, dass Blutgruppe 0 sehr selten ist. Stimmt das? Ja, diese Blutgruppe hat man nur, wenn beide Elternteile, also Vater und Mutter, dieselbe Blutgruppe haben. Bevor es die DNA-Tests gab, da war die Blutgruppenbestimmung so ziemlich die einzige Möglichkeit, eine Vaterschaft auszuschließen. Bitte nehmen Sie doch Platz. So, machen Sie mal Arm frei. Ups. Okay. Mama, ich muss dich sprechen. Ja, worum geht's denn? Nicht hier. Komm. Was gibt's?
Wer ist mein Vater? Was ist das für eine Frage? Dein Vater ist dein Vater. Ja, ist er das? Ja, natürlich. Das muss ich ja wohl am besten wissen. Was ist überhaupt los? Ich habe meine Blutgruppe bestimmen lassen. Ich habe AB und Thomas hat Null. Ja. Und? Das beweist eindeutig, dass wir nicht vom selben Vater sein können. Das ist doch Blödsinn. Das ist kein Blödsinn, das sind medizinische Fakten. Papa hat gewusst, dass ich ein Kuckuckskind bin, nicht? Deswegen kamen wir nicht miteinander klar. Das ist nicht wahr, Klaus. Aber was ist denn dann wahr? Bitte, lass die Dinge, wie sie immer waren. Hast du mich verstanden? Ja, ich habe verstanden, dass du mich immer belogen hast. Sag mir endlich die Wahrheit! Hey, gut, dass ich dich treffe. Was ist? Es geht um Mamas Geburtstag. Ich habe mir gedacht... Ich habe keine Zeit. Von denen man glaubt, dass man sie nie wieder sieht, nehmen langsam überhand. Ja, aber dafür werden sie zu schönen Erinnerungen. Nicht? In unserem Alter fragt man sich auch seltener, was die Zukunft wohl bringen wird. Man bilanziert viel mehr, was die Vergangenheit gebracht hat. Und? Wie fällt deine Bilanz aus? Mein Leben hätte nicht besser sein können. Aber ich bin auch nicht bereit zu sagen, das war's. Lass den Vorhang runter. Dafür gibt's ja noch viel zu erleben. Ja, vielleicht das eine oder andere sogar gemeinsam. Vielleicht. Ah, die Sonne geht auf. Lass den Quatsch. Magst du keine Komplimente? Nicht, wenn ich sie aus falschen Motiven bekomme. Ich finde, du bist eine wunderschöne Frau. Sag mal, was ziehst du hier eigentlich für eine Nummer ab? Was ist denn mit dir und Caro? Warum kämpfst du denn nicht um sie? Sie liebt dich. Roland liebt mich nicht mehr. So einfach ist das. Hat er dir das so gesagt? Das braucht er nicht. Ich spüre das. Seine ganze Art in der letzten Zeit. Ist denn irgendwas vorgefallen? Wir haben uns auseinandergelebt. Es ist besser, wenn sie mich verlässt. Was ist denn das für eine Logik? Caro hat so viel Potenzial. Hier steht die Welt offen. Ich bin für sie nur ein Klotz am Bein. Das ist Blödsinn. Sie fühlt sich verpflichtet, bei mir zu bleiben. So ist das. Also muss ich ihr einen Grund geben, damit sie es kann. Und wieso verlässt du sie denn nicht einfach? Das könnte ich nicht. Ich liebe sie zu sehr. Vielleicht ist es auch meine Schuld. Wie bitte? Ja, ich habe in den letzten Jahren Roland immer alles untergeordnet. Klar, dass er in mir nur noch so eine Art Sekretärin sieht. Ich wollte, dass sich was ändert. Aber nicht so. Vielleicht könnt ihr euch zusammen ändern. Dafür müssen aber beide Seiten bereit sein. Ich glaube nicht, dass Roland es ist. Es zerreißt mir das Herz, aber ich kann nicht länger mit ansehen, wie Caro sich für mich aufopfert. Ja, aber Liebe ist kein Opfer. Es wird erst dann eins, wenn man für seine Liebe nichts zurückbekommt. Also ich glaube ja, du begehst einen Riesenfehler. Mach das nicht. Red noch mal mit ihr, Roland. Ich bin's. Mama, mach bitte auf.
Willst du dich auf der ganzen Reise hier verstecken? Das war gerade ein bisschen viel. Du kannst nicht einfach weglaufen und denken, das Ganze sei damit erledigt. Mama, ich muss wissen, wer mein Vater ist. Verstehst du das nicht? Du weißt alles, was du wissen musst. Was hat Papa gemacht, als er erfahren hat, dass du von einem anderen Mann schwanger bist? Hat er sich irgendeine herzerweichende Geschichte von dir angehört, um sich zu beruhigen? Ich würde dich auch gern hören, Mama. Klaus, bitte. Bitte was? Hör auf! Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Und es geht dich auch nichts an. Ist das dein letztes Wort? Dann sind wir geschiedene Leute. Ich weiß, es ist noch etwas früh für eine solche Frage, weil wir uns ja erst so kurze Zeit kennen. Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, woran ich bin. Ob wir nur ein paar schöne Tage miteinander verleben wollen oder ob mehr daraus werden kann. Du hast Besseres verdient als einen alten Seefahrer, der immer unterwegs ist, nie zu Hause. Und dem du zu Weihnachten auf die Seychellen nachreisen müsstest. Oh, es gibt Schlimmeres. Und wenn das gar nicht das Problem wäre, wenn der alte Seefahrer genau das wäre, was ich mir wünsche. Ich weiß, ich mache jetzt wahrscheinlich den größten Fehler meines Lebens, Ellen. Und ich würde so wahnsinnig gerne all das mit dir erleben, was wir uns vorgenommen haben. Aber für eine feste Bindung bist du nicht bereit. Gesellschaft leisten. Ja. Ich. Was wolltest du sagen? Nein, nein, fang du an. Ich möchte nicht, dass es so auseinandergeht. Ich auch nicht. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen und ich möchte dich in guter Erinnerung behalten. Besser, wenn wir Freunde bleiben. Klar. Sag mal, was läuft da eigentlich zwischen dir und uns? Ich weiß, dass alle denken, ich krieg da oben auf der Brücke nichts mit. Es hätte etwas werden können, aus mir und eurem Doc. Aber leider hat er sich dagegen entschieden. Was bildet er sich eigentlich ein? Na, dem werde ich was erzählen. Halt dich bitte da raus, Jakob. Das geht nur mich und Horst etwas an, ja? Sehr schön. Und die Blumendekoration? Alles schon in Auftrag gegeben. Prima. Könnten Sie vielleicht meinem Bruder Bescheid geben, dass der auch wirklich rechtzeitig da ist? Störch? Nein. Beatrice und ich, wir haben alles geklärt soweit. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute für Sie. Danke. Bitte mach nichts Großes. Mir ist nicht danach. Ist alles in Ordnung? Hat Klaus dir schon gratuliert? Nein, er hat bestimmt zu tun. Hat er schon mit dir geredet?
Nein, hat er nicht. Aber ich bin sicher, er wird sich für die Firma entscheiden. Blut ist dicker als Wasser. Ich hab's verbockt. Alkohol ist keine Lösung. Das stimmt. Man muss ihn auch trinken. Noch eins, bitte. Was hast du davon, wenn du betrunken bist? Vielleicht werde ich dann ja wieder zum Fußgänger. Das ist schrecklich pathetisch. Vielen Dank für die aufbauenden Worte. Daran erkennt man wahre Freunde. Die erkennt man daran, dass sie einem die Wahrheit sagen. Die Wahrheit? Ich habe die Liebe meines Lebens verloren und ich bin selber schuld. Das ist die Wahrheit. Warum hast du Caro nicht gesagt, was du wirklich fühlst? Ich wollte es ja. Aber dann hat sie wieder von der Wohnung bei ihrer Mutter angefangen und ich habe Angst bekommen. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. Hast du jemals bei deinen Wettkämpfen aufgegeben? Nicht alles im Leben ist ein Wettkampf. Ratet mal, wer das gesagt hat. Wer vorher aufgibt, hat schon verloren. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ja, zeig ihr endlich, wie wichtig sie dir ist. Und wie sehr du sie liebst. Und wie? Soll ich mich vor ihr hinknien und ihr einen Heiratsantrag machen? Das wäre zumindest ein Anfang. Klaus müsste längst hier sein. Er ist bestimmt aufgehalten worden. Sollen wir nicht schon mal mit der Vorspeise anfangen? Ich dachte, wir stoßen vorher an. Ich habe auch eine kleine Rede vorbereitet. Ich kann doch wenigstens Bescheid geben. Ärgere dich nicht. Bitte bringen Sie uns den ersten Gang. Sehr gerne. Herr Altmann, was machen Sie denn noch hier? Ich habe noch einen Stuhl zu reparieren. Nichts da, Ihre Mutter hat Geburtstag. Ab mit Ihnen. Aber sofort. Also, na, dann mache ich mir Sorgen. Vielleicht ist ja irgendwas passiert. Dann hätte man uns bestimmt informiert. Na, endlich. Wo warst denn du? Wir warten schon eine halbe Stunde. Was ist denn los? Nichts. Und wo ist das Geschenk? Vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Danke. Also, liebe Mama, jetzt, wo sich endlich auch dein Jüngster zu uns gesellt hat, möchten wir dir ganz herzlich zu deinem Ehrentag gratulieren. Ich glaube, wir alle bedauern es sehr, dass Papa heute nicht bei uns sein kann. Vielleicht ist es auch besser so. Klaus, bitte. Ganz bestimmt nicht, denn für Papa und für uns warst du, bist du immer der Mittelpunkt unserer Familie. Wer weiß, für wen noch. Kannst du mal damit aufhören? Das nervt. Ich kann auch gehen. Was spinnst du? Klaus, bitte nicht jetzt. Also, könnt ihr mir vielleicht mal erklären, was hier vor sich geht? Möchtest du das übernehmen oder soll ich es tun? Gut. Unsere Mutter will mir nicht sagen, wer mein Erzeuger ist. Dein Vater ist es nämlich nicht. Wie bitte? Wir haben unterschiedliche Väter. Ist das wahr? Ich bin ein Kuckuckskind. Das stimmt nicht. Ach Mama, hör doch endlich auf zu lügen. Gut, und warum stimmt es nicht? Weil dein Bruder einen anderen Vater hat. Thomas, ich kann dir das erklären. Bist du jetzt zufrieden? Sie sehen aber gar nicht glücklich aus. Hat es was mit Ellen zu tun? Wir haben uns ausgesprochen, Beatrice. Und wir sind uns klar darüber geworden, dass wir keine gemeinsame Perspektive haben. Jetzt kommen Sie mir nicht schon wieder mit diesem Altersquatsch. Weihnachten auf Honolulu, Ostern auf den Kapverden und zum Geburtstag eine Karte aus Alaska. Toll. Sie ist die Schwester eines Kapitäns. Sie weiß, worauf sie sich einlässt. Und ich weiß, dass ich Ellen unglücklich machen würde. Und das wäre das Letzte, was ich der Frau antun möchte, die ich... Doc, es geht doch gar nicht um ihr Leben auf See oder um das Alter. Sie empfinden etwas ganz Großes für Ellen und sie haben so viel Angst vor ihren eigenen Gefühlen, dass sie lieber davor wegrennen. Stimmt's? Ist ja nicht so, dass ich dafür kein Verständnis hätte, aber sie wären ein kompletter Idiot, wenn sie diese Frau nicht mit beiden Händen festhalten.
Kapitän gesagt, was mit Roland ist? Er sagte nur, ich soll dich holen. Es sei dringend. Was ist los? Roland hat Herzprobleme. Aber er war doch gut drauf. Er hat wohl nicht immer auf die Signale seines Körpers gehört. Welche Signale? Du machst dir am besten selbst ein Bild. Willst du mich heiraten? Nein. Ich weiß, ich war ein Idiot. Ich war in letzter Zeit ziemlich unausstehlich. Aber ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Roland, so einfach geht das doch nicht. Ich meine, mit Rosenblättern und Luftballons sind unsere Probleme auch nicht gelöst. Tut mir leid. Nicht geklappt. Tut mir leid, mein Junge. Unsere Idee war wohl doch nicht so gut. Und? Nein, in seiner Kabine ist er auch nicht. Kann doch nicht einfach verschwunden sein. Das Schiff ist groß. Ich hoffe nur inständig, er ist noch drauf. Thomas ist überhaupt nicht der Typ für eine Kurzschlussreaktion. Er hat mich so entsetzt angesehen. Warum musstest du mich so unter Druck setzen? Dein Vater und ich haben uns geschworen, es Thomas niemals zu sagen. Papa wusste davon? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich habe doch deinen Vater nicht betrogen. Ich war vor ihm mit einem anderen Mann zusammen. Er war der beste Freund deines Vaters. Aber er ist beim Motorradunfall ums Leben gekommen. Ja, und danach habe ich festgestellt, dass ich von ihm schwanger war. Und als dein Vater davon erfuhr, dass ich rührend um mich und das Kind gekümmert, wie wenn es sein eigenes gewesen wäre, und da habe ich mich in ihn verliebt. Tja, dann haben wir geheiratet und dann kamst du. Dein Vater war ein ganz wunderbarer Mann. Und er hat euch beide gleich stark geliebt. Mama, das konnte ich doch nicht wissen. Jetzt müssen wir deinen Bruder finden. Ja. Ich mach das. Hallo, Captain. Oh, Beatrice. Gut, dass Sie kommen. Ich hab da für Sie. Wir waren wohl in derselben Buchhandlung. Danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Falls Sie irgendwann Ihr Traumhaus finden, viel Spaß beim Heimwerken. Schöner Wohnen mit Stilmix. Wissenswertes über Licht, Form und Proportion. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne mal persönlich bei Ihnen vorbeikomme, um die Möbel zurechtzurücken. Ich würde auch bei Ihnen mal die Dachrinne säubern. Oh, Captain, wenn Sie so nett zu mir sind, kriege ich richtig Angst. Wo soll das mit uns noch hinführen? Auf alle Fälle noch ein paar Mal um die Welt. Hier bist du. Mama hatte schon Angst, du wärst über Bord gesprungen. Ich nicht, wie du siehst. Auf Mama und ihre kleinen Geheimnisse. Hör mal, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Es war alles ganz anders, als du denkst. Dein Vater ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war Papas bester Freund. Deswegen hat er dich als seinen eigenen Sohn aufgezogen. Wie edel von deinem Vater. Unserem Vater? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, tu ich. Ich bin das Kuckuckskind. Dir gehört die Firma. Du bist sowas von bescheuert. Papa hat dich nicht nur als seinen eigenen Sohn aufgezogen, er hat dich geliebt. Er wollte, dass du die Hälfte bekommst. Du hast das Sägewerk zu dem gemacht, was es heute ist. Es ist deine Firma.
Fühlt sich nicht mehr so an. Ist ganz nett hier. Meinst du, wir können die Jobs tauschen? Nein. Du bist ein viel zu schlechter Zimmermann. Du kannst mich ja anlernen. Dir kann man doch noch nicht mal eine Axt in die Hand geben. Du hackst dir doch gleich das ganze Bein ab. Außerdem kann ich dich nicht mehr anlernen. Es ist nämlich meine letzte Reise. Wieso? Ich kann doch nicht ewig um die Welt schippern. Außerdem wird es langsam Zeit, dass ich mich mal um meinen großen Bruder kümmere. Männer sind von Natur aus langsamer als Frauen. Sie lernen später sprechen, sie lesen auch später. Und manche von uns denken auch langsamer, was allerdings nichts mit der Qualität der Gedanken zu tun hat. Aber es dauert alles ein bisschen länger. Ich habe geglaubt, ich sei zu alt für ein Gefühl, zu alt für ein Leben zu zweit. Aber ich habe gelernt, dass das keine Frage des Alters ist, sondern der Frage von Courage. Und des Vertrauens in die Macht der Liebe, die uns selbst dann noch führt und beschützt, wenn wir eigentlich viel zu alt sind für so einen Quatsch. Ich freue mich auf uns. Ich mich auch. Bist du jetzt ein Stalker? Ist das Rollifahrer etwas schwer? Aber wenn es sein muss? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt es auch. Wir können jetzt nicht heiraten und einfach so tun, als ob alles in Ordnung ist. Caro, ich weiß, dass ich was ändern muss. Ach ja? Und was? Erst einmal nimmst du deinen Job an. Du suchst weiter nach Abenteuern. Nein. Ich mache mein Studium zu Ende. Und deine Reisen? Kolumbien, Sahara? Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Du hast selber gesagt, wir sind beide noch jung. Wenn du irgendwann mal wieder Lust auf Reisen hast, dann können wir es ja wieder machen. Und wenn ich nie mehr will? Dann ist es auch okay. Hauptsache, du gibst uns nicht auf. Heißt es ja? Ja. Ich liebe dich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Mama, zum Geburtstag viel Glück. Danke. Thomas, ich hätte es dir schon längst sagen sollen, aber... Es ist gut, Mama. Klaus hat es mir erklärt. Ja, und das hier, das habe ich vorhin vergessen. Das ist was gegen deine kalten Füße. Das sieht sehr warm aus. Ja, das ist echtes Elchleder. Das tragen die Inuit. Handgenäht. Danke. Ja, und was fangen wir jetzt mit dem Abend an? Ja, ich würde sagen, wir stoßen jetzt endlich mal auf deinen Geburtstag an und dann vielleicht auch noch auf die Firma Gebrüder Thomas und Klaus Altmann. Klaus und Thomas Altmann. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ihr mir machen konntet. Oh, schön, 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 schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Zeiten, in denen alle von Gewinn und Verlust reden, kommt man gar nicht umhin, es nicht auch zu tun. Da wäre ein junges Paar, das beinahe seiner Gemeinsamkeit verlustig gegangen wäre.
hätten Sie sich nicht auf Ihr größtes Kapital, auf Ihre Liebe besonnen. Weiter haben wir an Bord den Verlust unseres tüchtigen Schiffszimmermanns zu beklagen. Aber dafür gewinnen zwei liebenswerte Menschen einen geliebten Sohn und Bruder zurück. Meine Damen und Herren, zum ersten Mal hat mich meine Schwester hier an Bord besucht. Ein Gewinn für mich. Aber sie hat sich verliebt. Ihre Aufmerksamkeit gilt jetzt unserem Freund Dr. Schröder. Ein Verlust für mich. Und so danken wir dem Schicksal, das immer neu und immer wieder überraschend die Karten mischt. Und wünschen den beiden alles Gute. In diesem Sinne,